Ja, hallihallo, einmal wieder oben ohne und ich habe gedacht, ich zeige euch wieder mal eine coole Idee mit einer gewachsenen Frühlingsblüten-Zwiebel. Und zwar habe ich diese in Wachs getaucht. Ich habe gedacht, ich habe das euch schon von einer Weile gezeigt. Ich blende es wieder oben ein. Hier auf dieser Seite, glaube ich, kommt es dann, wie man solche Frühlingsblüher mit Wachs überziehen kann, dass sie schön lange bleiben. Ich habe hier ein Holzbrett und das wollen wir jetzt österlich schmücken. Ich habe hier oben schon ein Loch bereit gemacht, damit man das dann schön an die Wand haften kann und damit wir dann eine schöne natürliche Osterdeko haben. Ja, das Ziel ist, euch was Cooles zu zeigen und ich habe wieder mit ganz vielen Naturmaterialien geplant. Ich habe hier auch schon so ein Gerüst gemacht. Mit diesem Gerüst kann ich eigentlich spielen und die Naturmaterialien hier reinknicken, reinlegen, damit das dann wirklich am Schluss alles toll aussieht. Das Ziel ist, dass man am Schluss von dem Draht und von den Hilfsmitteln eigentlich nichts mehr sieht, sondern dass man da wirklich die ganze Sache schön fix fertig hat. Ich mache mal am Anfang mit dem Eukalyptusholz die Basis für diese Osterdeko für die Wand und habe eigentlich hier schon mal die ganze Sache fast abgedeckt. Dann habe ich da schöne natürliche Birkenzweige. Da kann man entweder von oben oder von unten her arbeiten und ich nehme sie dieses Mal von unten her. Das heißt, unten hat es dann so wie einen Bauch, die ganze Deko, dass fast wie die Hyazinthe dann unten reinkommt, aber das seht ihr dann anschließend. Man könnte natürlich diskutieren, dass man da ganz wild arbeitet, kann man natürlich auch. Wir schauen jetzt mal, wie der Anfang geht. Und dann können wir dann entscheiden, ob wir das unten auch noch reinmachen oder ob wir da oben sein lassen. So, jetzt seht ihr einmal hier diese Deko. Wir sehen jetzt, da hat es da noch so ein Teil, der da aufsteht. Das müssen wir dann sicherlich noch nach unten biegen. Aber so haben wir eigentlich schon mal ein wirklich tolles Gerüst. Ihr seht, da auf der Seite haben wir da noch einige Lücken, aber die können wir dann mit ganz einfachen Naturmaterialien auch noch wieder zudecken. Ich habe gedacht, was auch immer sehr schön ist, sehr natürlich ist, sehr dekorativ auch ist, sind diese ganz schönen Weidenkätzchen. Die sind natürlich auch immer top für so Frühlingsdekos, Osterdekorationen zu machen. Auch hier nehme ich alle aufstrebend, weil ja dann auch die Hyazinthe nach oben wächst. Und ich stecke diese Sachen auch einfach so rein. Jetzt seht ihr, das Ganze sieht doch schon mal anschaulich aus. Ich hoffe es jedenfalls. Es gefällt euch. Niemand muss gruselig schreiben oder sonst was. Es ist einfach mir wichtig, dass die, die Spaß haben, sicherlich mir ein Abo schenken und die, die Spaß haben und auch mal neue Sachen lernen, mir auch einen Kommi schreiben, damit ich da weiß, ah ja, es hat euch Spaß gemacht. So. Weil es ja eine Osterdeko ist, mache ich sicherlich auch noch ein Ei rein. Dadurch, dass ich da noch die Steckmasse da drin habe, kann ich da das Ei auch mal schon so ein wenig fixieren. Dann nehmen wir mal die Hyazinthe und die legen wir einfach in die Kreation rein. Das heißt, ich mache da eine Lücke frei und stecke dann die Hyazinthe eigentlich in die Lücke rein. Mal schauen, ob das klappt. Der Vorführeffekt ist auch immer ein wenig eine Herausforderung,
dass da alles schön rund läuft. Aber ich glaube, wir haben das hingekriegt. Und so haben wir die Hyazinthe auch mal drin. Die Hyazinthe, die wird ja sicherlich wachsen. Das heißt, die bleibt ja dann nicht einfach so drin, sondern die wächst dann dem Erdmittelpunkt entgegen. Und somit müssen wir da auch nicht Angst haben, dass sie sich da irgendwie verkeilt und am Schluss nicht mehr weiter weiß, sondern die wird sich dann ihren Weg schon suchen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber damit wir da wirklich die Deko auch ein wenig vollenden können, müssen wir hier unten vielleicht noch ein, zwei Birkenäste mehr reinmachen, damit das dann auch wirklich top aussieht. Also, ich habe da schon einige gemacht. Aber es ist wieder immer wieder jedes neu, jedes anders zum Kreieren. Und dadurch sieht es dann manchmal vielleicht auch ein wenig gebastelt aus oder ein wenig anfängerhaft oder so. Aber ich sage euch einfach, jede Kreation, die ein Florist macht, ist eine neue Kreation. Das heißt, es ist auch immer wieder herausfordernd, etwas zu kreieren oder etwas anderes zu machen. Weil jedes Ästchen, alles ist immer einzigartig. Das heißt, da kann man nicht einfach das Gefühl haben, aber wenn ich das einmal gemacht habe, weiß ich, wie das funktioniert. So, jetzt haben wir noch die Lücken und die füllen wir mit ganz einfachen Blättern, die du da von draußen her holen kannst. Laubblätter, ich habe hier jetzt von Edelkastanien oder Kastanien. Bei uns sagt man Hegala, ich weiß nicht, wie man bei euch sagt. Und die kann man jetzt einfach noch so reinmachen, diese Blätter. Und somit haben wir eigentlich innerhalb von kürzester Zeit und mit ganz einfachen Mitteln für diese Osterdeko noch den Feinschliff gemacht. Ich kann sie auch mit Heißkleber noch ein wenig fixieren, damit die Wanddekoration dann auch bis... Oh, jetzt habe ich mich noch ein wenig gebrannt mit dem Heißkleber, damit die Wanddeko dann auch bis am Ende von der Osterzeit wunderschön aussieht. Es wäre ja nicht optimal, wenn da schon früh das Ganze nicht mehr so schön aussehen würde. So. Dann haben wir natürlich auch noch die Option, eine Feder oder sonst was reinzumachen. Man kann natürlich das Ganze auch sehr verspielt machen. Das heißt, man kann da ganz viele Federn reinmachen. Ich habe hier gedacht, ich nehme einfach so ein, zwei Federn noch rein, dass ich da den Akzent noch ein wenig vertiefen kann, die Osterstimmung, die Frühlingsstimmung da auch noch ein wenig unterstreichen kann. So, jetzt seht ihr, habe ich da eigentlich mit ganz wenig Material, mit einer gewachsenen Hyazinthenzwiebel was Cooles kreiert. Ich hoffe ganz fest, dass es euch gefällt, weil jetzt die Hyazinthenzwiebel, die wird dann sich den Weg da durchbahnen, da bin ich mir hundertprozentig sicher, und hier oben einen coolen Effekt machen. Wenn die Deko dann nicht mehr so schön ist, kannst du natürlich dann die Zwiebel wieder auswechseln und so hast du schon bald wieder eine coole Deko anschließend, wenn die, ich sag mal, die Hyazinthe nicht mehr so schön ist. Ja, ich hoffe ganz, ganz fest, es hat dir gefallen, diese schlichte Deko für die Wand, für den Wand, ja, Osterdeko für die Wand, für deine Türe, von mir, für dich, der Blumenmann aus Großerstetten, sag dann wieder, tschüss und weg und bis zum nächsten Mal. Unten zwei neue Videos anschauen, oben mal auf meine Website schauen und natürlich Abo nicht vergessen. Und bitte, bitte Daumen nach oben. Tschüss und weg, sagt der Blumenmann.